Willkommen bei Lelfon mit der Jambox Big, hier von Jawbone, ein wirklich sehr schickes Gerät. Wir haben leider die kleine Jambox nicht mehr, denn ihr habt sie gewonnen vor ein paar Monaten. Allerdings werden wir hier das schöne Bluetooth-Gerät vergleichen mit einem kleineren Produkt, beziehungsweise auch die Telefonfunktion anschauen, beziehungsweise wie sich das Ganze mit einem Tablet bedienen lässt, was Musik abspielen abgeht. Aber zuerst packen wir es aus. Ihr könnt sehen, hier auf dieser Seite steht That Was Then. Da hat man noch früher so schön große Boxen mit sich rumgetragen und jetzt braucht man nur noch hier diese Big Jambox, um wirklich guten Sound zu haben und natürlich ein Abspielgerät wie ein Smartphone oder ein Tablet. So, nachdem ich hier diese schöne Verpackung abgemacht habe, außen seht ihr, das Ganze ist einfach nur schön schwarz gehalten. Es wurde schon mal aufgemacht, nicht von uns, sondern beziehungsweise von uns auch, aber von ein paar Kollegen. Deswegen ist das Ganze hier ein bisschen schon kaputt. Und dann, wenn ihr hier die Oberseite abmacht, seht ihr gleich, da haben wir das weiße Modell. Das gibt es natürlich auch in anderen Farben. Das lege ich jetzt hier mal auf den Stuhl. Kommen wir gleich mehr dazu. Dann haben wir eine kurze Bedienungsanleitung. Das schauen wir uns auch an und dann steht hier nochmal, da gibt es natürlich noch mehr drin. Einfach macht hier das hier auch noch ab. Und dann kommen wir hier zu dem direkten Verbindungskabel. Also man kann hier vergoldet direkt hier da die Jambox mit Playern verbinden, ohne dass man irgendwie Bluetooth-Verbindung herstellen muss. Also auch MP3-Player, die kein Bluetooth können, könnt ihr damit verwenden. Und vor allem dadurch, dass es ein Flachbandkabel ist, verheddert sich das gar nicht. Sehr schön hier von Jawbone gelöst. Dann ein Micro-USB-Kabel zum Laden. Daten übertragen könnt ihr nicht auf die Jambox. Auch schön. Und natürlich hier leider zwar der amerikanische Adapter, aber trotzdem natürlich ein Stromadapter zum Aufladen. Wir haben noch nicht getestet, wie lang die Jambox Big hält. Allerdings, ich denke mal, 8 Stunden oder 6 Stunden Laufzeit sollten kein Problem sein. Gestern haben wir schon 3 Stunden exzessiv benutzt und sie läuft immer noch. Und ja, ihr könnt erkennen, die gibt 2,48 Ampere aus. Und ja, schön weiß gehalten. Natürlich, denke mal, bei der schwarzen ist das Ganze dann schwarz und mehr ist auch in dieser Verpackung hier jetzt nicht drin. So, nachdem wir das hier fertig haben, schauen wir uns jetzt noch kurz den Quickstart Guide an. Was können die Tasten, was können die Anschlüsse? Steht hier kurz beschrieben drin, am besten einmal hier anschließen und dann, wie kann man das Ganze connecten? Ist in mehreren Sprachen, glaube ich, auf Deutsch, Englisch und Französisch, beziehungsweise auf Deutsch gar nicht, aber auf Englisch und Französisch. Und ja, hier könnt ihr sehen, wirklich schön verarbeitet, alles Metall hier vorne. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man auch auf der einen Seite, wenn die Sonne dann drauf scheint, dass zwei Lautsprecher drin sind und die Mikrofone sind irgendwo hier drin, denn man kann natürlich mit dem Gerät auch Anruf annehmen, was wir demonstrieren werden. Hier könnt ihr Lautstärke regeln, man kann die letzte und nächste Musikstück natürlich auswählen, wenn es nicht direkt angeschlossen ist, sondern über Bluetooth. Man kann die Musik natürlich an- und anschalten, beziehungsweise pausieren und wieder abspielen. Und mit dem J hier kann man Anrufe tätigen, zum Beispiel mit Samsung S-Voice oder mit Siri, beziehungsweise wenn ein Anruf ankommt, einfach drücken und dann kann man loslegen mit dem Sprechen. Auf der Unterseite könnt ihr sehen, wir haben viele Gummifüßchen, was natürlich sehr praktisch ist, denn dadurch rutscht es nicht durch die Gegend, egal wo ihr das habt. Und ansonsten natürlich anschlussmäßig haben wir hier einmal An- und Ausschalter, einmal Connection-Button, der wirklich sehr gut funktioniert. Also Setup dauert ungefähr 2 Sekunden, wenn wir gleich beim iPad demonstrieren. Dann natürlich hier direkt Anschluss USB zum, ja, zum Computer anschließen natürlich. Genau, also nicht zum Aufladen oder vielleicht auch zum Aufladen. Und dann haben wir hier auch einen Stromanschluss und das mit dem Aufladen über Micro-USB werden wir später noch probieren. Jetzt legen wir das Ganze hier zuerst mal einfach hin. Ich schiebe es mal ein bisschen weiter weg. Dann könnt ihr sie sehen. Genau, und dann haben wir hier ein iPad, mit dem ich noch nicht connected bin bei der Jambox Big. Und ich hoffe, das kann man jetzt hier ganz gut erkennen. Ich gehe in die Einstellungen, mache zuerst mal hier Bluetooth an. Das kann man natürlich auch im Nachhinein machen, aber genau, unter General Bluetooth On merkt ihr jetzt, okay, hier ist ein Logitech Ultra Thin Keyboard Cover schon mal drin, ist aber jetzt nicht connected. Und dann mache ich das Gerät hier an, indem ich auf der Seite den Knopf drücke. Dann fängt er an zu blinken. Und dann drücke ich hier lang einmal da drauf. Big Jambox is in pairing mode. Dann blinkt das so rot-weiß, macht so einen komischen Ton. Und dann seht ihr hier Big Jambox by Jawbone. Erscheint sofort. Draufklicken. Ein, zwei Sekunden abwarten. Sobald es connected ist. Genau, bestätigt euch die Jambox, ihr seid connected. Dann macht ihr das Ganze zu, geht auf eure Musik, die bei mir, weiß gar nicht, wo die ist. Naja, das machen wir so am besten. Mache ich ein paar Lieder drauf, Blow Your Mind.
So, und schon könnt ihr die Musik abspielen. Ich kann hier die maximale Lautstärke auswählen. Genau, hier ist die Lautstärke schon beim Maximum. Allerdings, wenn ich sie hier noch weiter hochdrehe, hört ihr, das geht ganz schön ab. Brauchen wir jetzt natürlich allerdings nicht so laut. Was ich jetzt allerdings noch interessanter finde, ist, ich mache jetzt hier die Musik mal wieder aus. Und ja, was passiert, wenn ein Anruf reinkommt? Mache hier Bluetooth auch an. Mit meinem Samsung Galaxy S3 war ich schon gepaart gestern. Von daher, ich bin auch gespannt selber, was passiert, wenn ich jetzt hier einfach Bluetooth anmache. Ob dann das iPad rausgekippt wird. Open Available Bluetooth Devices. Ihr seht, wir sind gepaart. Frage ist nur, ob ich beim iPad auch gepaart bin. Wahrscheinlich, ich mache jetzt beim iPad das Bluetooth aus. So. Dann müsste ich mit der Jambox hier genau connecten. Connecting. Connected to as phone and MIDI audio. Jetzt probieren wir mal aus, was passiert, wenn ich hier Musik abspiele. Wahrscheinlich nichts allzu Spannendes. Wird einfach Musik abgespielt, wie gerade eben auch schon. Dann machen wir ein bisschen spannenderes Lied. Das ist ganz gut. Spulen mal etwas vor. Also es funktioniert wunderbar. Und wenn ich jetzt durch die Lautstärke runterdrehe, hier auf dem Handy geht das auch. Machen wir es mal so, dass ihr es auch hört, noch ein bisschen im Hintergrund. Und dann kann ich einfach das Handy anrufen. Dauert natürlich kurz, bis das Ganze gewählt ist. Wie ihr hört, es wird vorgelesen. Dann kann ich hier einfach draufklicken. Schon wird es angenommen. Und dann kann ich hier reinreden. Und dann hört ihr auf der Jambox, wie ich rede. Das ist natürlich wirklich super geil. Und natürlich können wir hier das Ganze auch auflegen. Oder ihr könnt sagen, ich will nicht mit dem Headset reden, sondern mit dem Smartphone. Und dann kommt hier der Ton raus. Oder ich drücke nochmal drauf. Und dann wird es wieder da übertragen. Also es ist wirklich sehr praktisch. Ich kann natürlich wieder auflegen. Es ist aufgelegt. So, Musik spielt sofort wieder weiter ab. Also ihr könnt es wirklich auf eurem Home-Desk stehen haben auch und dann die ganze Zeit als Musikplayer betreiben. Wirklich sehr praktisch. Was natürlich noch geht, wie schon erwähnt, man kann hier, ich habe jetzt auch eine WLAN-Verbindung, also Internetverbindung, einfach mal lange draufklicken. Und per Voice Dialing kann ich dann hier auch mit diesem S-Voice, was jetzt sofort gestartet werde, hier seht ihr, hier steht, was möchten Sie tun? Und ich habe jetzt so viel geredet. Dann drücke ich jetzt mal hier drauf. Letzten Anruf nochmal betätigen. Naja, auf jeden Fall seht ihr, es würde funktionieren. Das Mikrofon wird nämlich hier verwendet, nicht auf dem Smartphone. Also mit Siri funktioniert das natürlich noch ein bisschen besser. Vor allem, ich glaube, hier muss ich gar nicht draufdrücken, denn ich kann hier draufdrücken. Und dann wird das Ganze wieder ausgestellt und die Musik wird diesmal nicht weiter abgespielt, sondern ich muss nochmal auf Play drücken und dann geht's weiter. Ich hoffe, der erste Eindruck hat euch gefallen. Wir werden es natürlich noch ein bisschen ausführlicher testen. Auf techfocus.de könnt ihr dann dazu mehr erfahren. Das war die Big Jambox hier von Jawbone. Ein wirklich sehr schickes Gerät. Hört sich sehr gut an, aber ich empfehle es, in der Nähe von der Wand aufzustellen, damit es einen besseren Ton hat, denn wir sind nicht allzu begeistert. Die kleine war fast schon besser. Und es gibt auch 40-Euro Lösungen, die nicht 300 Euro kosten, wie die hier, denke ich auch nicht schlecht klingen. Zum Beispiel, das ist das Best Cool Geo Block. Haben wir euch auch schon mal vorgestellt. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balaschkal. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bei NWTV.